Hallo und herzlich willkommen zu Splatoon 2 mit Niguki in einer neuen Runde. Wir spielen entweder Abyssal Museum oder Korallenviertel, haben uns auch ein neues Headgear zugelegt, und zwar die Gasmaske. Die ist halt noch komplett leer, die gibt uns aber folgenden Vorteil: wenn wir jetzt nur zu dritt spielen sollten, falls irgendjemand fehlt, irgendjemand abspringt, irgendjemand disconnected, kriegen wir ein automatisches Fill-Up von unserer Spezialattacke und können dann damit besser rumsplattern. Also es ist ein bisschen Schutz dagegen, ist gar nicht schlecht. So, wir gucken mal, ob wir Kämpfe finden. Momentan sind wir alleine. Alleine. So, da kommt der Naohito CST rein und, oh ja, die Lobby füllt sich schnell. Meta Knight, Elolita Safwa, Programmer, dann haben wir Alex Dennis und andere. Wir gucken mal, wie das wird. So, wir sind pink. Wir lieben pink. Und wir spielen gegen, wie ist es aus, grün, glaube ich. So, Meta Knight, Silvi ist in unserem Team gegen blau. Alex Dennis ist bei denen und wir splattern durch die Gegend und los. So. Los geht's. Das Museum ist recht selten. Ich hab das noch nicht so oft gehabt. Erstmal hier natürlich wie überall und immer alles gleich voll machen. Oh, guck mal, da kommen sie schon. Nee. So. Wir gehen einfach hier gleich in blau rein. Da werden wir anvisiert. Da ist der gekillt worden, der uns. Zack, zack. Es geht voll. Dude. Hier waren sie noch nicht dolle gründlich, da können wir mal lang. Können wir erstmal ein bisschen pinken. Oh. Da kleben wir fest. So, hier haben wir Zeit, alles erstmal voll zu machen. Die sind da irgendwie beschäftigt mit sich selbst. Ich weiß nicht, ob die komplett sind. Es wirkt irgendwie recht easy. Aber ganz ehrlich, ich kenne auch die Karte noch nicht richtig. Ich müsste mal raufgucken. Oh mal. Ah, siehst du, das ist gar nicht so cool. Na geil. Jetzt habe ich voll geschlafen. Der Pro-Gamer. Danke, Pro-Gamer. Hast du gut gemacht. Und Silvi, du chillst hier? Nee. Machen wir erstmal den Hof. Wir sehen uns an. Ist aber nicht so wild. Können wir direkt ausweichen. Wenn es da vorne ist, ist auch nicht schlimm. Ich lass mal den da. Und machen wir hier. Ach, das ist die. Okay. Kann man nämlich auch hochgehen. Und da habe ich ihn verarscht so ein bisschen. Oder was heißt verarscht? Ich bin einfach nur geflüchtet. Aber so wirklich sicher ist der auch nicht. Ach doch. Ja, ich hätte auch meine Spezialattacke offen gehabt. Hätte ich mal nutzen können, ne? Ist mal immer nicht so schlecht. So, aber schnell hier alles wieder wegpinken. Weil das blöde Blau eklig ist. Nein! Ich glaube, er hat mich. Der Pro-Gamer. Aber es ist relativ okay, es ist noch offen. Auf jeden Fall, wir haben noch ein bisschen Zeit, ungefähr eine Minute. So, und das Ding ist halt wirklich. Okay, sehr schön. Das war gut. Sehr gut. Riecht dann cool. So, dann kommen wir hier nämlich lang. Da ist der hier weg. Das ganze blaue Zeug hier. Okay, wir haben auch unsere Spezialattacke offen. Da achten wir jetzt mal drauf. Hier waren wir noch gar nicht irgendwie hinten so richtig. Punktemäßig sieht es ganz gut aus. Ich hoffe, dass es reicht. Wir haben noch ungefähr 10 Sekunden. So. Das ist mal schön. Okay, machen wir einfach mal im Kreis noch ein bisschen rum. Und hat nochmal ein Face-Off. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Könnte sogar passen. Sieht gut aus da hinten. Oh, krass. Okay. Gut. Keine Ahnung. Hätte ich jetzt auch gar nicht so gesehen, aber da sind die großen blauen Flecken da unten. Und auch bei uns sind einige blaue Flecken drin. Ich habe ganz gute Punkte gemacht, aber ich war sogar besser als der Pro-Gamer. Aber der Pro-Gamer hat uns ein paar Mal weggehauen. Also der hat sich eher so darauf konzentriert, uns wegzuklatschen und die anderen wegzuklatschen. Wie ihr seht, hat so gut wie keiner meine Equip-Teile großartig noch Bonusteile, die will ich erstmal füllen. Das mache ich immer so nebenbei, dass ich die auch mal leer mache. Gut, wir spielen auf jeden Fall in der nächsten Runde. Aber dann in der nächsten Folge. Bis später.